ganze Programm geschrieben für das Vermittlung nach dem Jugendverband. Und das Gemeinde gesagt ist, dass es nicht ausreichend war, wenn es alles eine Entwicklungsarbeit ist. Also so eine schöne kleine Schwangerschaft, das ist 30 Jahre alt. Also früher, wenn der Verschiebbahn eine Störung hatte, dann müsste die den Informatiker anrufen, die muss reinschauen, weil das macht, das weiß nicht mehr. Das hat dann eben unbegriffen von zwei, drei Stunden gegeben und wenn sie dann eigentlich sich der Dach rausmisten, dann ist es ein bisschen schlecht. Und so gesehen, heute können wir einmal den Workshop reinklicken, raus und meistens fertig oder können am Computer sagen, sehr effektiv und es geht immer, das ist einfach so. Also wir sind halt den ersten Tag von unserer Exkursion im Ausland. Wir sind in der Schweiz, in Weinfelden, bei der Spierig AG. Haben da schon ganz erstaunliche Sachen gesehen, wo Pflanzenkulturen mit Kränen durch die Gegend gefahren werden. Die haben eine ganz besondere Geschäftsidee gehabt. Und Katja konnte da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Ja, und zwar läuft das unter dem Motto Produktveredelung. Hier sieht man mal ein Display von der Firma. Unter dem Produktnamen Rebecca S. wird eben ein paar Mal im Jahr immer eine Kollektion rausgegeben an fertig dekorierten Gefäßen, mit Pflanzen natürlich drin. Hier sieht man jetzt die aktuelle Muttertagskollektion und hier unten ist dann Frühsommer. Es ist eben ein komplettes Dienstleistungsprogramm für Läden, für Geschäfte hier in der Schweiz und vielleicht dann auch demnächst in Deutschland. Man kann eben nach dem Katalog bestellen, es gibt verschiedene Preisgruppen also es ist schon sehr, sehr käuferfreundlich, also großeinkäuferfreundlich. Es wird eben auch als Dienstleistung verstanden, dass Gefäße ausgetauscht werden, wenn sie nicht mehr verkaufbar sind, beziehungsweise ersetzt werden. Ist ein ganz tolles Gesamtpaket, finde ich, und die Pflanzen werden eben zum Teil hier produziert, zum Teil zugekauft. Es sind im Prinzip zwei Arbeitskräfte dabei, immer schöne aktuelle Trends aufzugreifen und hier umzusetzen für den Kunden. Ja, also ein toller Geschäftszweig, würde ich sagen, der anscheinend auch sehr gut angenommen wird. Und ich würde sagen, so eine Geschäftsidee ist ja auch mal meisterwürdig, ne? Und ich denke, damit, dass wir diesen Betrieb jetzt mal hier angeschaut haben und uns mal diese Produktion und so angeguckt haben, sind wir dem Meistertitel schon wieder ein Stückchen näher gekommen.